Hallo und willkommen zurück zu Bear and Breakfast. So, wir haben schöne Dinge vor und dafür brauchen wir Geld. Wie bei allem im Leben was Schönes. So, wer bist du denn, Gash? Es gibt keinen Geruch auf der Welt, der mich anwidern könnte. Dann riech mal an mir. Ich sehe schon, du versuchst bereits, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Das war halbwegs erwartet, aber halbwegs unerwartet. Mich hat's bekommen. Schön. Ich denke, ich riech ganz bärentastisch. So, Bärenversteck. Da können wir Sachen lagern. Und hier können wir was kaufen. Und zwar Anleitung, hölzerne Fußstütze, Kleiderschrank und schäbiges Holzbett. Gut, das schäbige Holzbett können wir ja. Oder können wir ein Holzbett? Lattenbett. Dann machen wir mal ein schäbiges Holzbett. Und dann ist mein Geld wahrscheinlich auch fast zu Neige gegangen. So, wie kann ich das jetzt? Vielleicht kann ich das an der Werkbank einlösen. Schauen wir mal. Du gehst ja auch nur im Kreis. Das ist aber eine schöne Beschäftigung. So, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann ab zur Werkbank. Vielleicht können wir den Blueprint studieren, die Blaupause. In diesem Bereich gibt es keine Gebäude. Doch, da ist eins. Das heißt, das kann ich noch gar nicht machen. Ja, Motelwerkstatt, bla bla bla. Wollte ich gerade nicht. Inventar. Kann ich das... Rechtsklick drauf. Okay, hier kann ich noch keine Gebäude machen. Das ist ein bisschen schade. Na gut, dann... Hier ist die Bushaltestelle. Da wollen wir hin. Ich würde aber sagen, davor klauen wir noch ein bisschen hier von... dem Ziegelstein, der hier einfach zur freien Verfügung rumliegt und ab und zu nachspawnt, wie auch immer das geht. Wir müssen hier nicht alles hinterfragen. So, auf nach Holzkreuzung. Mal sehen, wie es mit unseren Gästen aussieht und vor allem, wie die monetäre Situation aussieht. So, und es regnet und ich erschrecke mal wieder Gäste. So, dann schauen wir mal an die Rezeption, ob man gleich neue Gäste einbuchen kann. Also für Schlafzimmer 2 mit 12 Dekorationen und 5 Komfort müssten wir eigentlich. Morgen haut jemand ab. Okay, was ist eigentlich das hier? Dieser Gast erwartet eine höhere Punktzahl für die Dekoration während seines Aufenthalts. Okay, höher als angegeben, glaubt nicht. Na gut, wer hat Geld? Wer sieht reich aus? Der sieht ein bisschen zu grün aus. Aber ich glaube, der ist auch reich. So eine Hautfarbe kann man sich nur leisten durch ganz, ganz viele Tattoos und die sind teuer. So, der wird angeheuert. Die eine wird dann morgen hoffentlich schön Geld hinterlassen. Und dann können wir hier Schlafzimmer Nummer 3 bauen. Das wäre zumindest mein Plan. So. Und dann ist vielleicht die Quest hier auch abgeschlossen. Hier liegt ja überall Müll. Der Waschbär hatte recht, das ist alles so wertvoll. Hey, das habe ich gar nicht aufgesammelt. Was ist denn... So sieht das Gebäude der Laden hier also mit Wänden aus. Habe ich davor auch noch nicht gesehen. Kenn das nur so. Lass mal die Wände mal unten, sonst wäre man ja nur verwirrt. So. Ich habe das Gefühl, dass es dunkel wird. Das ist ja klasse, dann können wir gleich schlafen gehen und wachen am nächsten Morgen mit mehr Geld in der Tasche auf. Würde ich mich freuen, wenn das bei mir auch so wäre. Ich muss immer einen Monat warten bis zum nächsten Gehaltscheck. Na komm, die kleine Tischlampe kaufen wir und die kleine Schlangenpflanze, warum nicht? Oh, noch eine Tischlampe, wie viel hast du denn davon? Und dekoratives Fass, das ist klasse. Sowas mag ich auch in echt. Hätte ich auch gerne. So, Teppich brauchen wir jetzt nicht. Duftstäbchen, Blumenvase. Gibt es hier keine guten... alte Schublade, warum nicht? Haben wir schon eine, aber gibt 3 Dekorationen dazu. Das ist doch klasse. Und da rechts liegen noch mehr Holzplänkchen. Ja, damit. So, aktuell können wir noch nicht schlafen, aber das passiert wohl gleich. Hier oben haben wir sowas wie eine Uhr. Ja, hier oben können wir herauszoomen. Die Minimap kann von mir aus sehr klein gehalten werden.
Ansonsten kann man hier vielleicht noch ein bisschen stöbern. Oh, da liegen noch mehr Holzplinkchen. Her damit. So, was war hier nochmal drin? Ah, so ein Bushaltestellenschild und Holzfällerwerkzeug. Das Holzfällerwerkzeug haben wir irgendwo für gebraucht. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wofür. Na gut. Dann komm schon. Die Nacht soll hereinbrechen, damit wir endlich schlafen können. Unter unserer... kann schon nicht mehr reden. Der uns vertrauten Lampe. So, den Müll müssen wir natürlich hier einsammeln. Sehr, sehr wertvolle. Sehr, sehr wertvoll das Ganze. Na gut, solange wir noch ein bisschen Zeit haben, schauen wir mal hier nach Sägemehl. Oh, hier ist es ja schon richtig düster. Aber schlafen geht immer noch nicht. Ich schätze, wenn das letzte Fünkchen Sonne hier weg ist, können wir auf Schlafen drücken. Und bis dahin, die Holzbrücke, hat die was von uns gewollt? Nö. Ja, ja, die große Spalte, die wir da sehen. Her damit. Und ich würde sagen, wir gehen zurück. Das ist gut genug, dass wir die zwei Planken da mitgenommen haben. Unterwegs, das ist sehr schön. So, hey, die habe ich doch erst eingesammelt. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und da liegt Müll im Raum. Zimmerservice. Wir sollten echt Mülleimer aufstellen. Ich glaube, dann wären die Leute eher dazu geneigt, das in den Müll zu werfen und nicht einfach so liegen zu lassen. Na gut, ich verstecke mich mal hier im Busch, um zu schlafen. Nehme davor die Planken noch mit. Und gute Nacht. Ach, das hier fehlen noch so schöne Schnarchgeräusche. So, ein wunderschöner Morgen. Hoffentlich mit mehr Geld. Die hat ihren Aufenthalt genossen. So, ich glaube, die wandert jetzt aus. Und unser grüner Giftzwerg kommt auch schon. So, dann können wir mal sehen. Gästeanfrage, Bewertung. 5 Sterne. Und die hat 156 Öcken dagelassen. Das heißt, wenn die Berechnungen korrekt sind, können wir ein neues Zimmer machen. Zimmer. Komfort. Schlafzimmer. Aha. Ja. Tür haben wir da. So, und was? Ein Bett. Ein schäbiges Lattenbett. Ach, wir haben doch das neue. Ja. Platzieren wir es erstmal so, sonst lässt es uns, glaube ich, nicht erstellen. Eine Tür. Da ist doch eine Tür. Reicht doch. Okay, anscheinend muss ich die nochmal antippen. Komisch, dass es erst dann funktioniert hat. So, dann wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt ein schäbiges Holzbett. Und der Vorteil gegenüber einem schäbigen Lattenbett sind 2 Dekorationen hier. Okay, das ist es mir wert, hier damit herstellen. Ressourcen haben wir ja genug. So, und wie platziere ich das jetzt? Okay, das Bett entfernen. Entfernen? Ah, mit der Entfernen-Taste auf der Tastatur. Dass das mal funktioniert, ich bin erstaunt. So, dann kriegt er vielleicht noch alte Schubladen. Hier direkt so ans Bett. Ja, das mit den 2 Fenstern ist jetzt wieder problematisch mit dem, was man da hinstellen kann. Ist egal. So. Das sieht so oder so furchtbar aus. Vielleicht kriegt das einfach der noch. So. Und der kriegt es noch richtig rum, dass er die Schubladen auch öffnen kann. So, der kriegt ein dekoratives Fass als Nachtschränkchen mit einer kleinen Schlangenpflanze drauf. Die Tischlampe stellen wir einfach in der Ecke. Keine Ahnung. Willkommensfußmatte natürlich. Ne? Okay, irgendwie platziert. Opossumsuhr, das muss sein. Wie viel gibt die eigentlich? Ach so, geht das anscheinend auch. Einfach was nehmen und ins Inventar damit. Das auch beim Bett? Jo! Na, sieh mal eine an. Oh, 4 Dekorationen. Her damit. Der muss es ja schön haben. So, Lampe kommt ins Eck. Irgendwann wird er auch noch einen Tisch bekommen. So, passt alles. Dann können wir gleich einen neuen anheuern. Schlafzimmer 3, 13 Dekorationen. Gut, wer hat hohe Erwartungen? Oh, du brauchst 8 Komfort. Nee, damit haben wir nicht gerechnet.
Dieser Gast erwartet eine höhere Punktzahl für den Komfort. Nee. Achso, du hast auch 8. Was ist denn los mit euch? Ihr könnt gern höheren Dekor. Mira Forbes. Oh, die hat sogar Forbes im Namen. Die muss richtig reich sein. Schlafzimmer 3. Oder Schlafzimmer 1? Ah, das Schlafzimmer 1 wird natürlich auch frei am nächsten Tag. Da können wir doch Livia Marsh nehmen. Oder Livia, keine Ahnung, zuweisen. So, wunderbar. Ich glaube, die Rezeption müssen wir noch anders platzieren. Ich muss ja jetzt immer da nach hinten gehen. Und ich kann durch die Wand hindurch Lampen schalten. Ist das nicht cool? So, hey. Die Bretter haben es aber mit dem Respawn. Her damit. Brauche ich. Ist hier auch so ein Blueprint? Oh, ist mir noch nie aufgefallen. Naja, habe aktuell kein Geld. Und ein bierisches Versteck. Stelle immer sicher, dass dein Grundstück den kompromisslosen Standards von Pawn Voyage entspricht. Den grünen Knopf drücken. Meine Standards sind so kompromisslos, wie es nur geht. Herzlichen Glückwunsch! Du hast die absolut mindesten Voraussetzungen erfüllt, um ein wenigstens halbwegs vernünftiger Dienstleister zu werden. Die Welt ist für dich zum Greifen nah. Wer weiß, in einem Jahr oder 10 bist du vielleicht schon auf dem Weg zur Einkommensteueruntergrenze. Ach, da freue ich mich schon drauf. Aber genug über eine trostlose Zukunft gesprochen. Sprechen wir über eine fröhliche. Deine nächste Unternehmung mit Pawn Voyage. Denk daran, wann immer du ein neues Premium-Grundstück zum Pawn-Netzwerk hinzufügen möchtest. Finde deinen lokalen Pawn-Hai und drücke einfach den grünen Knopf. Ich glaube, wir können das unten jetzt hinzufügen. Das wäre ja praktisch. Okay, Einführung abgeschlossen. Und hier ist jetzt eine neue Quest. Willkommen zum Führungs- und Verbesserungsprogramm von Pawn Voyage. Du kannst diese Einrichtung weiter verbessern. Wenn du Erfolg hast, werden die Erwartungen der Gäste für diesen Ort steigen. Dann wünsche ich mir, dass ich keinen Erfolg habe. Dadurch bezahlen sie mehr und das Ansehen steigt. Okay, dann wünsche ich es mir doch. Um dieses Geschäft zu verbessern, musst du jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Schließe den Aufenthalt für weitere plus 2 Gäste in Holzkreuzung ab. Belohnung, eine coole neue Hose. Oh, nicht nur eine Mütze, sondern auch ein Bär mit Hose. Das ist ja klasse. Willst du diesen Auftrag annehmen? Mehr als alles andere in meinem Leben. Ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Okay, das ist ja in 1 bis 2 Tagen automatisch rum. Gäste sind auf dem Weg. Dann würde ich sagen, liegt es an uns mal wieder auf die A24 zu tapsen und mal dieses neue Gebäude in Augenschein zu nehmen. Beziehungsweise, wir kennen das schon. Das ist der Hai da oben. Ihr könnt mich Terry nennen oder Finn, aber nur während meiner Arbeitszeiten. Nö, das war unergebnislos. Ja, wir haben ein Quest-Symbol nach unten. Ah! Ein Hai! Sogar derselbe. Was macht der denn wieder hier? Ja, das kennen wir schon. Nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Grünen Knopf drücken. Hallo nochmal. Ja, das kennen wir auch. Sei Teil des nächsten atemberaubenden Abenteuers, kennen wir. Ja, das hast du bereits gesagt. Ich bin schon Teil davon. Willkommen auf den trockenen Ebenen. Die verdorrte Wüste. Wir sitzen auf einem Parkplatz. Das wilde Ödland. Ich kann nicht glauben, dass ich einem Fischanzug hinterherlaufe. Die A24 ist die Hauptschlagader des Tals. Wenn Gitarren die Töne alter Country-Songs anstimmen, darüber singen sie. Und diese brandneue Premium-Wohneinrichtung ist der erste
und letzter Halt für den mutigen Entdecker. Eine Oase in einem sonst brachen Reich. Da ist ein Laden direkt auf der anderen Straßenseite. Verstehe mich nicht falsch, man kann den Abenteurern nicht zumuten, mit nur einem Zelt und Studentenfutter auszukommen. Sie brauchen die besten Annehmlichkeiten, was den perfekten Ort für eine Erweiterung deiner nun zur Kette werdenden Premium-Grundstücke darstellt. Ich spüre eine Menge Aufräumarbeiten auf mich zukommen. Du solltest deinem Gespür immer vertrauen. Oh je, ich hab das doch extra aufgeräumt. Okay, hier ist noch eine Quest. Oh, den Müll habe ich doch entsorgt. Was denn da los? Hab ich das einfach übersehen? Und da liegt ja noch ein Klopapierfetzen. Her damit. So. Tonis Werkstatt. Willkommen beim Straßenmotel. Möchtest du sie reparieren? Ja, auf jeden Fall. Japp. Schritt 1. Entferne sämtlichen Schutt und Müll im Gebäude. Habe ich gemacht. Ist das Gebäude frei von Schutt oder Müll? Auf jeden Fall. Japp. Gute Arbeit. Das ist kein Schritt. Ich wollte dir nur sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Schritt 2. Sammle Konstruktionsmaterial, damit das Gebäude repariert werden kann. In diesem Fall Kiefernbretter, Eisennägel und Steine. Habe ich doch schon alles. Ja. Wie viel? 5 Ziegelsteine. Ei, ei, ei. Ah, schauen wir mal hier, was da so kreucht und fleucht an Ziegelsteinen hier. Oh, tatsächlich hier was. Ja, das wäre schon alles, aber wir sind hier oben. Können wir die auch mitnehmen? Ist wirklich jeder dieser Steinhaufen so wertvoll für mich anscheinend? Das ist ja auch bärentastisch hier. Hier damit. So. Wunderbar, dann haben wir alles beisammen. Und ich hoffe, dieses riesige Diner werden wir auch irgendwann restaurieren können. Ja, bestimmt, aber ich meine mit mehr Kleinarbeit. Nicht so wie den einen Laden, den wir da oben haben. Na gut. Ja, ja, alle Materialien wurden gesammelt. Ja, sie sind alle da. Schritt 3, schwing deinen Arsch hoch und an die Arbeit. Das kriege ich auch noch hin. Wieso sind jetzt wieder alle Dächer da? Damit sieht es ja richtig giddlich und eklig aus. Na gut, dann können wir jetzt aber... Oh, da unten erstmal Quest abschließen. Wie geht es auf der Baustelle voran? Grünen Knopf drücken. Es ist fertig. Erstaunlich, du bist auf dem besten Weg, der größte Entwickler von Gastfreundlichkeit diesseits des Canyons zu werden. Du befindest dich zurzeit auf Platz 1 von einem. Hey, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall etwas. Als Experte für Annehmlichkeiten bin ich sicher, dass dein Gespür nun genau eingestimmt ist. Um mit dem nächsten Schritt dieser vermutlich noch nicht wirklich profitablen Unternehmung zu beginnen. Die Menschen auszutricksen, damit sie herkommen? Die Menschen auszutricksen, damit sie herkommen. Ich meine, einem wertgeschätzten Kunden ein Zimmer zur Unterkunft anzubieten. Buchen Sie einen Gast im Motel und kehren Sie dann zurück, um völlig unbefugte Anweisungen zum Bau von Badezimmern zu erhalten. Oh, wir können Badezimmer bauen. Na, scheißen die nicht immer in die Büsche hier. Das ist fantastisch. So, erster Raum können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Spezialräume? Oh, eine Brennerei. Wir können unseren eigenen Fusel machen. So, Schlafzimmer, wie viel Geld habe ich? Das reicht noch. Wie macht man Motel am besten? Wir fangen mal hier rechts oben an. So, die brauchen doch keine großen Zimmer, oder? Keine großen Zimmer, wir brauchen sehr viel Geld.
Das können wir uns gerade noch so leisten. Herstellung. Machen wir es einfach so. Dann brauchen wir noch ein Bett. Ich wollte schon auf Herstellung. Dann schiebiges Holzbett hier damit. Da brauchen wir aber bald wieder... Ja, was wollen die größere Zimmer hier? Also Ansprüche kann man haben. Hier kommt vielleicht noch ein Deko-Objekt rein. Hab grad keins. Ja, das ist Pech für die, würde ich sagen. Ich bin zufrieden. So. Ja, ohne Rezeption müssen wir natürlich bauen, das ist richtig. Dann auch Herstellung, Rezeption. Da ist sie ja schon. So, die platzieren wir erstmal da. Und dann später platzieren wir sie irgendwie gescheit. So, Gäste anfragen. Du brauchst 3 Hygiene. Muss das sein? Du erwartest, dass sich hier eine Brennerei befindet? Hab ich nicht. Und mehr Geld habe ich gerade auch nicht. Dann muss man noch warten, bis man den ersten Gast anheuern. Hygiene, Badezimmer. Wie viel Badezimmer brauchst du? 3x3. Können sich das nicht alle Motelgäste teilen? Vielleicht ja doch, aber kann ich mir gerade nicht leisten. Ah, brauchen die wirklich jeder ein eigenes Badezimmer? Mit Größe 9. Ich will doch viel Geld machen. Jetzt verstehe ich, warum es solche Motels gibt, wie ich sie mir gerade vorstelle. Ist deutlich kostengünstiger. Günstiger. Na gut, wir können aber hier am Dumpster, am Müllcontainer, noch ein paar Deko-Artikel kaufen. Wie wäre es mit einer schönen Opossumsuhr? Wird uns nur ein Drittel zurücksetzen. Handbemalte Schublade, das ist doch schön. Und das nur für 10... Echt? Nur für 10 Äpfel? Her damit. Bringt 3 Dekor, warum nicht? Schiefer Badezimmerspiegel, nö. Einfacher Flurspiegel, her damit. Eichenholznachttisch natürlich auch. Schlangenpflanze kann gar nicht genug davon bekommen. Bücherregal, warum nicht? Flurlampe, warum nicht? Geld haben wir genug und Inventarplatz. Handtuchhalter, nö. Öl. Wandöllampe, kann ich die tatsächlich an die Wand tun? Ist egal. Blumenvase, Willkommensmatte. Her damit. Und ich hätte gern noch einen Nachttisch. Ich glaube, das ist in Ordnung. Gut. Können wir gleich platzieren. Oh, da liegt Müll. Der gehört mir. 8 Wertsachen. Oh. Das Opossum hat eine Quest für uns. Aber erstmal müssen wir es hier schön machen. Inventar. So, erstmal die Fußmatte. Dann ein Nachttisch. Haben wir irgendwann auch Doppelbetten? Die zahlen ja dann mehr. So, du kriegst eine Flurlampe. Brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ach, ich habe keine andere. Na gut, was soll's hier. Flurlampe extra nur für dich. Blume hier. Auch Nachttisch hatte ich schon gekauft oder war das was anderes? Schlangenpflanze. Oh, hier wirkt die tatsächlich groß. Ja, sieht doch gut aus. Vielleicht direkt ins Eck. Ach, ich habe keine Ahnung. So. Na, die bleibt auf dem Nachttisch. Bücherregal brauchst du nicht. Das ist eh schon voller Dekoartikel. Besser geht ja nicht. Wunderbar, dann schauen wir mal, was der hier von uns will. Und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Hi. Ja, was willst du denn? Mitten in der Wüste, in einer heruntergekommenen Hütte aus Metall, lebte Gas, das attraktivste Opossum an der Art 24. Sich durch Müll zu wühlen, schien hier die Hauptbeschäftigung zu sein und er war definitiv kein Anfänger darin. Wie es aussah, kümmerte sich Gas jedoch hauptsächlich um seinen Charme und sein Lenkrad. Wieso hat er ein Lenkrad? Oh, hallo. Ich bin Hank. Okay, wer bist du? Gas. Schön, dich kennenzulernen, Gas. Ja, das ist es. Wow, was für ein trockener Gesprächspartner der gerade ist. Was machst du, Gas? Nicht viel. Du scheinst auch nicht viel zu reden, Gas.
Muss ich nicht. Klingt logisch. Nun, ich wollte mich nur vorstellen. Du machst damit nicht wirklich den besten ersten Eindruck. Aber vielleicht einen besseren zweiten. Dann fängst du besser damit an, dich zu ändern. Ich finde, du bist ein wenig unhöflich. Du hast recht. Eigentlich bist du perfekt. Dankeschön. Was ist mit all den Leuten? Da hatte ich vielleicht eine Hand im Spiel. Gut, sie haben das beste Essen und die besten Kugeln. Was denn für Kugeln? Und sie sind sehr schreckhaft. Der Traum eines jeden Mistkerls. Du wirkst auf mich gar nicht wie ein Mistkerl. Hey, pass auf, was du sagst, Kumpel. Wir lassen uns solche Worte nicht einfach so gefallen. Jedenfalls sind sie hier früher überall herumgelaufen. Hat mich immer ein wenig an Hühner erinnert. Stinkend, umhersuchend, erschreckten sich vor ihrem eigenen Schatten. Nur ab und zu eine Pause einlegend, um einen Haufen zu hinterlassen. Die haben wirklich den Traum gelebt. Nun, vielleicht siehst du bald wieder mehr von ihnen. Das stört mich nicht, solange sie den Ort nicht voll stinken. Und vielleicht lässt du die Bude diesmal nicht abbrennen. Alles, was letztes Mal übrig war, waren ein verkokeltes Sandwich und eine halbe Toilette. Das Feuer hätte beinahe auch mein kleines Lenkrad erwischt. Ich liebe mein kleines Lenkrad. Das Schlimmste ist, dass ich herausstellte, dass das Sandwich nur ein stinkendes Lederbuch war. Frag mich, woher ich das weiß. Lieber nicht. Woher weißt du das? Du spielst nicht mit vollständigem Kartendeck, oder? Oh, das ist ein schöner Eindruck zu sagen, dass man, schöner Ausdruck zu sagen, dass man nicht so intelligent ist. Ich mag Glücksspiele nicht. Junge, du hast einen ziemlich dicken Pelz. Entweder das oder du bist wirklich nicht helle. So oder so, ich respektiere das. Danke. Mir gefällt dein Pelz auch, glaube ich. Hey, was habe ich dir über das Sagen solcher Sachen gesagt? Das machen wir hier nicht. Also, warum kriechst so ein frecher Junge wie du um diese Menschen herum? Ich krieche nicht, ich helfe. Ja, natürlich. Also willst du dir etwas Taschengeld dazu verdienen? Macht es dir Spaß, ihnen den winzigen Schnurrbart aus dem Gesicht zu gruseln? Ich finde sie ziemlich nett und mir gefällt das Bauen. Und mein Kumpel Will ist von dem Geld nicht abgeneigt. Bah, wofür benutzt ihr es? Um Essen zu kaufen? Wie kommt es, dass du hier draußen mitten im Nirgendwo wohnst? So gefällt es mir am besten. Nur ich ganz allein. Das verstehe ich es. Es scheint ziemlich cool zu sein, mit dir rumzuhängen. Schon gut, genug jetzt. Noch ein Wort und ich bin fertig mit dir. Ich dachte, ich muss mit dir reden. Bist du fertig mit dem Unsinn? Tut mir leid, dass ich jemals was Nettes über dich gesagt habe. Tut mir leid, dass ich jemals was Nettes über dich gesagt habe. Und dass das bloß nie wieder vorkommt. Keine Sorge, jetzt ist der Questmarker weg. Interessant. Ah, ich muss ihm ein Kompliment geben. Okay. Wo ist er hin? Ehrlich gesagt glaube ich, dass du unter dem groben Äußeren im Geheimen eigentlich wirklich nett bist. Ja, da sage ich's. Was genau ist dein Problem? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht solche Sachen sagen. Eigentlich bin ich der größte Mistkerl, den du je gesehen hast. Und du bist vermutlich der größte, den ich je gesehen habe. Oh. Na gut. Solange er sich nicht in meine Motel-Angelegenheiten einmischt, ist mir ja alles recht. Ah, ich glaube, hier oben haben wir ein Holzfäller-Kit für gebraucht. Und es wird wieder Nacht. Das ist schön. Neue Nacht, neues Geld. So läuft es hier. Oder habe ich alle Gäste für 2 Tage angeheuert? Ja, dann wäre ich dumm gewesen. Ach, das ist doch ein schönes Motelzimmer. Wofür brauchen die jetzt eigentlich nochmal ein Badezimmer und eine Brennerei? Wofür brauchen Menschen überhaupt Badezimmer? Ich habe eine Flasche neben meinem Schreibtisch stehen. Nee. Ich gehe aufs Klo. Meistens. So. Dann fahren wir wieder nach Holzkreuzung. Und wir haben noch 4 unentdeckte Gebiete. Das ist gut zu wissen. So. Irgendwer schon ausgezogen.
Ah, die Rezeption hätten wir echt unten hin machen sollen. Muss ich immer hier oben reinkriechen. Wir hätten die Zimmer ja auch umdrehen können. Na, egal. Kommt morgen an, geht in 2 Tagen, geht morgen. Haben wir noch ein Zimmer frei? Hallo? Geht morgen. Annehmen? Keine Schlafzimmer verfügbar, dann nicht annehmen. Ich dachte mir schon, ich habe das doch eigentlich ganz gut verwaltet. Und die Bretter sind respawned, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, gehen wir nochmal kurz nach Sägemehl rüber. Weil Bretter brauchen wir jetzt in Hülle und Fülle. Macht man ein schönes Badezimmer aus Holz. Kann so richtig schön nass werden, das Ganze, und muss dann gleich renoviert werden. So, da ist noch Holz, da ist noch Holz, da ist überall Holz. Ach, das ist ja ein Traum für einen Bären, der hier ein Bed and Breakfast aufmacht. So, aber gleich ist Schlafenszeit. Bis dahin haben wir die Ressourcen schön in der Gefängnisbrieftasche von unserem Bären versteckt, ne? Ich hänge hier irgendwo fest. Ich komme nicht raus. Ah, langsam die Schritte zurückverfolgen war der Trick. Es ist ein bisschen... Wäre schön, wenn die Bäume im Vordergrund dann so semi-transparent geworden wären, dass man nach hinten schauen kann. Aber kommt hier vielleicht noch. Bisschen Quality of Life kommt ja immer im Laufe des Lebens von so einem Spiel. Und das wäre was, was ich mir noch wünschen würde. Auch, dass man irgendwie die Karte rotieren kann. Aber vielleicht geht es. Und ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden oder danach gegoogelt. Ja, das wäre echt ein fancy Feature. Kann aber auch verstehen, wenn man das nicht unbedingt implementiert. So, dann gehen wir einmal zurück und können direkt schlafen. Wenn wir den Weg finden. Ja, das habe ich doch gut gemacht. Erstmal gegen ein Schild gelaufen, aber dann doch noch gefunden. So, ich gehe hier schön zu meiner Werkbank und dann schnarche ich mir ein. Und dann können wir schön sehen, wie das Geld eingetrudelt ist. Wir haben 330 Münzen. Wunderbar. Ich habe gerade einen Schreck bekommen, weil zu wenig war, aber die Überweisung kam pünktlich. So, dann müssen wir, glaube ich, oh, da kommen erstmal die 2 neuen Gäste. Die mögen die Opossumsuhr, bin ich fest von überzeugt. So, Müll sieht doch in Ordnung aus. Hui, schnell weg hier. So, dann buchen wir noch wahrscheinlich einen neuen Gast. Gäste anfragen. Komfort 8 kannst du vergessen. Hier. Hey, wir haben denselben Typen in grün hier. Will niemand 2 Tage bleiben? Mia, guck. Hier damit. Schlafzimmer 2. Wird schon passen. Da müsste man nicht so viel Verwaltungsaufwand betreiben. So, hier oben ist wieder Müll. Hier damit. Hier damit. Nein. Dein persönlicher Müllberater steht dir zu Diensten. Ja, ich weiß. Immer für eine Müllberatung bereit. Ich wollte den Müll hier aufsammeln. Das ist die beste Währung im Spiel. Hat sich bewährt, könnte man sagen. Weil man Blueprint, also so ein einfacher Kleiderschrank wäre nice, aber wir müssen ein paar Räume platzieren unten. Na gut, dann A24 reisen. Und dann hoffen, dass wir dem Opossum noch ein schönes Kompliment machen können. Wenn es uns über den Weg läuft. So. Jetzt finden wir erstmal die Sache mit den Badezimmern raus. Achso, ich bin ja hier falsch. Hier bin ich richtig. Raumplanung. Brennerei. Oh, kostet 400, vergiss es. Raumplanung, Hygiene, Badezimmer. Und jetzt die Frage, wenn... Wie? Wo? Ich mach das mal am Rand hin in der Hoffnung, dass sie sich wirklich eins teilen. Machen wir es mal dahin. Tür
keine Ahnung, hier so am Rande der Verzweiflung. Waschbecken, Toiletten und Duschen. Hab ich nicht. Kann ich auch nicht herstellen, denke ich mal. Nö. Ja, dann schauen wir mal, ob ein Gast hier ist, der mit weniger zufrieden ist. Gäste anfragen. Alle so hohe Ansprüche. Hygiene 14. Hygiene 1 ist doch gut. Dekoration? Ach, den nehme ich. Die sehen ja alle gleich aus. Ja. Zuweisen. Wirtschaft passen. Wie viele Tage bleibt der? Weiß ich nicht. Zählt es als ein Badezimmer? Wer weiß es schon? Warum bei einer Bank Schulden machen, wenn du es von deinem zukünftigen Ich leihen kannst? Oh, das ist ein schlechter finanzieller Tipp. Grünen Knopf drücken. Es ist ein Gast unterwegs. Erstaunlich, ihnen steht die Überraschung ihres Lebens bevor. Das glaube ich auch. Das kannst du verstehen, wie du möchtest. Klar. Wegen unseres Premium-Wüstenstandortes können wir eine gängige Ressource zu ihrem Vorteil und unserem Profit frei ausbeuten. Ich bin mir nicht sicher, wer hier wen ausbeutet. Ganz genau, Wasser. Gegenseitige Ausbeutung, macht man das jetzt so? Aufgrund unserer niemals endenden Suche nach den besten Kunden und bedauernswerter Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien kann dieser Standort Sanitäranlagen unterstützen. Diese sind daher von nun an eine Grunderwartung von Besuchern dieses Standorts. Kannst du erraten, was der nächste Schritt ist? Nee, auf keinen Fall. Du benutzt wirklich viele Wörter, um wenig zu sagen. Korrekt. Jetzt musst du Badezimmer für deine Gäste bauen. Oh, mir gefällt nicht, dass er Badezimmer in der Mehrzahl sagt. Oh Mann. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Gut geraten. Das zählt als Badezimmer, oder? Die brauchen nur eins. Was muss ich denn hier machen? Wieso wird mir das angezeigt? Details? Ja. Weiß nicht, was er mir gerade zeigen will. Errichte ein praktisches Badezimmer im Hotel. Ja, das mache ich ja gerade. Muss ich auf Herstellung gehen und dann braucht man verrostetes Waschbecken. Achso, das hat alles. Ich war gerade irritiert, weil überall eine Toilette drauf ist. Ich dachte, es wäre so ein Joke nochmal vom Spiel, dass ich hier irgendwie das Toilette als Waschbecken bezeichne. Na gut, hier. So, das Waschbecken platzieren wir direkt unbequem vor der Tür, dass wir es auf jeden Fall benutzen müssen. Nee, machen wir es mal so hin. Vielleicht hier im Eck. Ach, wir können doch mehr Toiletten reintun. Hölzerne Dusche. Ja, warum nicht? Sieht doch, da wird man doch gerne kacken und duschen. Am besten alles in die Holzwanne. So, passt. Okay, das scheint genügsam zu sein. Wie viel Badezimmer-Value habe ich jetzt eigentlich? Details, Schlafzimmer, Bewertung. Kann ich das irgendwo sehen? Bestimmt, wenn ich drauf drücke. 9 und Dekoration 7. Und ich glaube, das Badezimmer hat den Radius. Das heißt, der Gast wird davon nicht so viel haben. Tja, scheiße. Na gut, das kriegt man irgendwie gedeichselt. Als würde man sich die eigene Einrichtung erbetteln. Ja, danke. In Ordnung. Jetzt haben wir Badezimmer. Fantastisch. Jetzt, da die Bedürfnisse deiner Gäste nach sofortiger Erleichterung gestillt sind, können die es nicht 2 Tage anhalten, so mache ich es auch teilweise im Urlaub, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die wichtigste Motivation beim Mieten eines Zimmers in diesem Motel widmen. Die Brennerei. Es sich bequem zu machen,
sich etwas Zeit für sich zu nehmen? Verdrängung. Das wäre meine nächste Antwort gewesen. Einblicke in die Motivation der Kunden gegenüber deinem Produkt ist ein wichtiges Detail des modernen Marketings. Du tust es schon wieder. Warum sollte irgendjemand in diesem Drecksloch bleiben? Hey, ich habe eine Menge Arbeit in diesen Ort gesteckt. Ganz genau. Vor dem Weglaufen, vor dem man nicht weglaufen kann. Zwielichtige Pfandhaus-Schuldeneintreiber. Vor sich selbst. Das ist ziemlich düster. Das bietet die perfekte Gelegenheit für eine unserer beliebtesten Einrichtungen. Eine Bar. Das ist noch schlimmer. Aber nicht einfach irgendeine Bar. Ein geschmackvolles, kultiviertes Etablissement. Eine Brennerei. Wunderbar. Hervorragend, hervorragend. Wie vornehm. Ja, das ist doch gut. Können wir hier eine Brennerei reinmachen? Ja, da muss ich was mit den Badezimmern nochmal machen. Aber ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie wir hier weitermachen, erfahren wir beim nächsten Mal.